Hallo, herzlich willkommen zum Kachelmann Wochenwetter für die Woche vom 20. Juni bis 24. Juli 2016. Sommerwetter kündigen die Wettermodelle an. Im Laufe der Woche wird es deutlich wärmer in Deutschland. Allerdings weiß man noch nicht ganz genau, wie lange es heiß und warm bleibt und wie intensiv überhaupt die Hitze wird, die vom Mittelmeerraum zu uns rein transportiert wird. Zunächst einmal haben wir es aber noch mit Tiefdruckeinfluss zu tun am Montag, Dienstag. Das sieht man auch auf der Druckverteilung für den Montag zum Beispiel. Da ist ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik und das schaufelt nochmal aus Westen, Nordwesten feuchte Luft nach Deutschland rein mit einem Regenband. Das wird eine Warmfront sein. Die schickt dann dahinter mit dem Hochkeil wärmere Luft so langsam rein. Und dieses Hochdruckgebiet, das baut sich dann auf. Über Frankreich kommen, später dann zum Freitag hin, sieht man auch da auf der Druckverteilung. Über der Ostsee liegend und wir kriegen dann wirklich vom Süden, vom Mittelmeerraum feuchtere Luft, vor allem in der Südwesthälfte zum Freitag hin. Da können es dann wieder Schauer und Gewitter geben, die teilweise kräftiger sein können. Von Osteuropa, Südosteuropa, vom Balkan kommt aber auch ziemlich heiße Luft nach Deutschland rein. Schauen wir uns jetzt im Einzelnen an. Am Montag, am morgigen Montag, wird es überwiegend freundlich sein mit Sonne, Wolken im Wechsel. Am freundlichsten ganz im Südosten und Osten mit sehr viel Sonnenschein. Da bleibt es auch trocken bis zum Abend. Allerdings im Nordwesten, da tauchen mehr und mehr dichte Wolken auf. Die bringen dann auch zum Nachmittag von der Nordsee und später zum Abend bis zum Niederrhein zur Eifel auch Regen. Temperaturen dazu meistens 18 bis 22 Grad, die höchsten Werte Richtung Osten. Am Dienstag baggert sich das Regenband dann so langsam weiter nach Südosten voran, liegt dann etwa von der Pfalz bis zur Lausitz hin mit dichteren Wolken und leichten Regen. Ansonsten lockern die Wolken schon wieder ein bisschen auf. Es sind aber vor allem in der Nordhälfte noch einzelne Schauer unterwegs. Temperaturen, die ändern sich kaum, werden weiterhin so bei 19 bis 22 Grad liegen. Mittwoch wird es dann schon freundlicher. Größere sonnige Abschnitte sind mit dabei. Allerdings ist die Luft noch ein bisschen feucht durch diese Tiefausläufer. Und da können sich tagsüber stellenweise hier und da mal kurze Schauer bilden. Ist aber nichts Dramatisches, was da passieren wird. Und die Temperaturen, die steigen schon mal an. Da werden auf jeden Fall dann schon mal 22 bis 26 Grad erreicht im Laufe des Mittwochs. Donnerstag wird noch eine Schippe draufgelegt. Da kommt dann die heiße Luft langsam in Deutschland an. Der Himmel ist auch überwiegend wolkenlos, sonnig. Nur stellenweise gibt es ein paar harmlose Wolken. In den Nachmittagsabendstunden allerdings über den Bergen Südwest- und Süddeutschlands kann es mal lokal Hitzegewitter geben. Und das Ganze bei Temperaturen, die zwischen 28 und 31 Grad liegen. Nur die Küsten direkt, die sind etwas kühler, bei meist 20 bis 24 Grad. Freitag geht es noch einen Tick nach oben. Überwiegend wird es leicht bewölkt sein. Es gibt sehr viel Sonnenschein, Temperaturen, die dann durchaus 30 bis 33 Grad erreichen können. Stellenweise nach Osten sind auch bis zu 35 Grad möglich am Freitag. Ist noch nicht ganz sicher, wie weit es wirklich raufgeht. Ich habe es gerade angesprochen. Und dazu scheint erstmal meistens die Sonne in der Nachmittagsabendstunde. Da können sich aber schon wieder Schauer und Gewitter bilden, besonders über den Mittelgebirgen im Süden Deutschlands am Alpenrand, aber auch Richtung Nordseeküste, Richtung Schleswig-Holstein sind ein paar Gewitter möglich. Ich wünsche einen guten Wochenstart, eine schöne Woche in dieses Sommerwetter hinein. Alles Gute, bis demnächst und tschüss.